back from the dead. Nicht mal hier ist eine Scheibe noch ganz, aber hier ist Verwüstung pur. Hier sind die richtigen Wege am Boden, überall ist Dreck. Mittlerweile kommt da die Sonne raus. Ah, mega. Also hier sind ein paar tausend Liter Heizöl gelagert worden. Stabile Seitenlage, Mund öffnen, einatmen. Unglaublich riesig. Naja, hier kommen wir zu den Duschen. War der DJ, der hat dann die Musik, die Lichtanlage bedient. Hier sieht man mal, wie alt das Gebäude ist, denn die Spraydosen, wo es Graffiti gemacht worden ist, schon durchgerostet sind. Habe die Ehre, servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Abenteuer. Wir sind heute in Sachsen in einem ehemaligen Hotel und was es hier zu sehen gibt, seht ihr wie immer jetzt. Hier ist gleich mal der Eingang von diesem Hotel, was auch immer dieses Zeichen bedeuten mag. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, man sieht von hier schon wilde Zerstörung, brutalst. Und wir sind erst noch am Eingang. Aber man kommt hier wunderbar schön rein. Es ist also quasi alles auf. Hier hat auch der Sturm ein bisschen gewütet. Hier liegen etliche Bäume einfach kreuz und quer. Ja, Wahnsinn. Aber es scheint mir fast so, wie wenn es die einfach abgeschnitten hätten, damit man eben im Auto nicht reinkommt oder irgendwie. Naja, okay, hier den Baum kann man, ich weiß nicht, ob den der Sturm angeknackst hat und dass man den aus reiner Vorsicht umgeschnitten hat. Aber hier ist Verwüstung pur. Hier gleich das erste Häuschen, da kommt man gar nicht mehr rein, weil hier so viel Zeug am Boden liegt. Oh ja, man erkennt auch, hier hat es schon mal gebrannt. Hier sieht man es, das Fenster ist ganz schwarz. Man weiß allerdings gar nicht, man erkennt schon gar nicht mehr, was hier gebrannt hat. Hier liegt ziemlich viel Zeug am Boden. Und man sieht ja, die Hälfte ist wieder schwarz, oben und unten ist weiß. Schon allein in dem Raum hier, ja, da ist die Decke auch nicht ganz so schwarz. Also der Brandherd war, wenn dann hier, mir sieht es eher so aus, wie wenn hier einer seinen Müll entsorgt hätte. Weil hier liegen ja Sachen drin, Gerüstplane. Aber das war ja nur eins von vielen Gebäuden, deswegen schauen wir einfach mal weiter. Hier ist das gleiche Haus, wo wir vorhin drin waren. Hier hat es allerdings, oder was heißt allerdings, hier hat es nicht gebrannt. Obwohl hier doch einige schon Papier anzünden wollten. Hier sieht man schon ein paar Brandstellen. Hier hat einer einfach Bücher angezündet. Man kann ja hier rundum, wie man schaut, sieht man Gebäude. Und ich glaube, es ist in dem Gebäude nicht eine Glasscheibe ganz. Hier ist der Haupteingang. Nicht mal hier ist eine Scheibe noch ganz. Und Graffiti ohne Ende. So, hier sieht man ja voll, dass hier die Leute zuhauf durchlaufen, weil hier sind ja richtige Wege am Boden. Überall ist Dreck und da, wo die Leute entlang gehen, ist richtig sauber und da haben sie also komische Rampen gemacht. Anscheinend fahren sie auch mit dem Fahrrad durch. Die Räumlichkeiten, die hier hinten sind, naja, es sind halt Hotelzimmer. Es war ja mal ein Ferienlager. Mittlerweile kommt da die Sonne raus. Mega. Ich kann euch leider die Außenlandschaft nicht zeigen, weil man dann erkennt, wo wir sind. Und das wollen wir ja nicht wirklich. So, aber hier in den Räumlichkeiten ist es im Prinzip ein Zimmer wie das andere.
Hier haben wir zum Beispiel, hier ist eine Zimmernummer auf der Tür, 105. Hier war Waschbecken, Dusche, Klo ausgebaut. Ich habe draußen schon eine Dusche liegen sehen, also die sind nicht ausgebaut worden von dem Eigentümer, sondern die sind geklaut worden. Also hier in dem Gebäude ist auch Vandalismus ohne Ende. Hier ist sogar der ganze Fensterstock rausgerissen worden. Wahnsinn. So, hier haben wir ewig lange Gänge. Ein Zimmer nach dem anderen. Also das hier, glaube ich, ist das Hauptgebäude, wo die Kiddies übernachtet haben. Hier, der Wahnsinn. Hier haben wir so ganze Wasserrohre. Das war aber kein Zimmer. Hier sind auch überall so Wasserrohre oben. Der Geier, was hier mal eingebaut war. Könnte auch Heizungsanlage gewesen sein. Aber Zerstörung ohne Ende. Hier sind wir jetzt in dem zweiten Haus. Gleiche Zerstörung wie überall anders. Hier haben sie ganz schön rumgefetzt. Hier die ganze Holzverkleidung liegt am Boden, die mal an der Decke hing. Hier ist die Durchreiche zur ehemaligen Küche. Also hier die Tür. Ups, die auch aufgeht. Was hier an diesem Haus auch ist, es ist nicht ein Fenster ganz, also nicht eine Glasscheibe entfernt. Jetzt habe ich honk natürlich meine Lampe nicht dabei, verdammt. Das hier schaut mir so aus, wie wenn das hier die Anlieferung wäre, wo halt so das ganze Essen gebracht wird. Und da ja auch gleich die Küche ist, allerdings eine recht kleine Küche für so viele Leute. Hier sind Garagen, hier stehen Kühltruhen. Ne, hier nicht, aber hier drüben. Oder liegen Kühltruhen. Kühlschränke, Kühltruhen. Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfällen. Stabile Seitenlage, Mund öffnen, einatmen. Im Osten hatten sie andere Beatmungsmasken. Herausgegeben vom Ministerium für Gesundheitswesen Berlin, aber leider ohne Datum. Schade. Das ist ein riesen Grundstück hier. Das ist auf den Satellitenbildern ist das unglaublich riesig. Hier sind wir. Hier waren mal die ganzen Waschbecken, die teilweise am Boden liegen und teilweise gar nicht mehr existieren. Hier haben sich die Kinder gewaschen. Die werden wahrscheinlich hier auch irgendwo die Duschen sein. Hier liegen die ganzen Waschbecken am Boden. Naja, hier kommen wir zu den Duschen. Zumindest liegen hier die Duschwände am Boden. Ah, schaut euch das an. Hier liegen die ganzen Türen am Boden, die da mal die Klos abgesperrt haben. Hier sieht man schön, dass da oben der Spülkasten war. Und man schnürzogen, dann lief das Wasser runter. Die Wasserzuleitung, die würde man auch noch sehen, die ist da hinten oben abgeschnitten worden.
Also selbst die ganzen Rohrleitungen haben sie alle raus. So sahen die Trennwände mal aus, die da jetzt am Boden liegen. Da oben sind auch noch die Spülkästen. Wie ich gesagt habe. Also Zerstörung ist hier der Wahnsinn. Wahnsinn. Hier liegt ein Durcheinander am Boden. Ist das alles von damals oder ist da auch neuer Müll dabei? Ja, da liegen teilweise auch Spraydosen mit dabei, also es ist nicht nur alles alter Müll, es ist auch schon neuer Müll. Und hier liegen wieder Kühltruhen bzw. Kühlschränke. Hier in dem nächsten Raum Polster, Styropor, der absolute Wahnsinn. Da ist der richtig aufgeräumt gegenüber zu den anderen. Hier sieht man mal, wie alt das Gebäude ist, wenn die Spraydosen, wo es Graffiti gemacht worden ist, schon durchgerostet sind. Die kann man sich gar nicht ausmalen. Hier auch stehen Spraydosen, die schon absolut durchgerostet sind. Also, die sind ja Wahnsinn. Wie lange braucht eine Spraydose, bis sie durchgerostet ist? Hier liegen ein Dutzend Spraydosen rum, die durchgerostet sind. Hier ist ein Gebäude, was ein bisschen außerhalb steht. Gehen wir einfach mal die Treppe da runter. Schauen, wo man da hinkommt. Ah, okay. Elektroanlage, hier liegt ein großer, was auch immer, Tank. Vielleicht wurde sogar hier die ganze Anlage beheizt, dass hier die Heizungsanlage stand. Weil hier doch einige riesengroße Rohre sind. Hier war auch die Treppe, bloß die haben es abgeschnitten. Ich komme jetzt leider nicht mehr hoch. Also gehen wir die Treppe hier wieder. Hier pfeift der Wind ganz schön durch, weil er überall auf ist und hier habe ich ein kleines Fenster gesehen. Da kommt man leider nicht rein, weil das durch eine einzige Tür ist. Aber was man hier hinten sieht, hier stehen die ganzen Heizöltanks. Also hier sind ein paar tausend Liter Heizöl gelagert worden. Und die Tür da hinten wäre der Eingang, aber da kommt man leider nicht rein. Und durch dieses kleine Loch hier möchte ich mich jetzt auch nicht zwingen. Hier ist eine riesen Aula. Mit riesengroßen Fenstern, wo natürlich auch die ganzen Scheiben hier am Boden liegen, aber die Decke oben auch, keine Ahnung, mit so einem Styropor abgehängt worden ist, das teilweise auch hier am Boden liegt oder auch noch halbscharig hängt. Hier oben war der DJ, der hat dann die Musik und die Lichtanlage bedient. Schätze ich mal. Hier ist auch so eine Art Heizungsanlage oder Lüftungsanlage. Weiß nicht, hatten die damals auch schon Klimaanlagen? Nee, es ist eine ganz normale Lüftungsanlage. Ich habe keinen Plan, hier weiß ich nicht. Hier geht man durch, wie durch so. Wie sagt man, Katakomben. Naja, hier ist man in dem unteren Bereich der Küche. Hier sieht man auch, hier steht da, Küche unbefugten Betreten verboten. So meine lieben Freunde, ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Video. Ein kleiner Rundgang durch damalige Zeiten mit Verstörungswut, was seinesgleichen sucht. Mittlerweile hat die Sonne auch aufgehört. Mittlerweile ist die Sonne weggegangen und es hat angefangen zu regnen.
Wie in allen meinen Videos erkennt ihr das Spielchen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht macht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Dirk.